Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play After Fall Insanity. Ich bin immer noch der Inferno. Letztes Mal haben wir ja die Big Boys und den Mischlucker kennengelernt. Und da geht's jetzt weiter. Okay. Jetzt waren wir ja hier unten, wo dann diese komische Ansage kam. Aber da kommen wir so nicht weiter. Aber ich denke mal schon, dass wir hier irgendwas noch tun müssen. Weil da kommen wir wahrscheinlich auch nicht durch, ne? Nee, okay. Ja, dann gehen wir halt mal wieder zurück, ne? Okay, ja genau, hier war das, wo wir den anderen da geholt haben und unsere Axt wieder bekommen haben. So, hier drin waren wir noch nicht. Was geht hier ab? What? Alter. Solche Perverslinge. Schmackofatz. Aha. What? Arschloch. Stirb. Boah, schön den Kopf gespalten, ey. So. Und dann gehen wir mal weiter. So. Wir steigen Treppen. Ja, das macht Spaß. Blut. So, ja, das sieht... What? Nein. Ich habe gerade irgendwie Angst. Aha. Iris-Erkennung erforderlich. Okay, was haben wir hier? Fingerabdruckerkennung erforderlich. Ich habe da gerade ein ganz blödes Gefühl, Leute. Bam! Na? Zack. Ja. Kopf Make use of aufgenommen. this analytical brain of yours and diagnose the problem. Okay, wir tragen jetzt einen Kopf mit uns rum. So. Aber ich denke, jetzt brauchen wir noch eine Hand, oder? Oder hat sich das erledigt? Mal gucken. Jetzt gehen wir erstmal hier. Ja, ich und meine Automaten, ne? Zack. Obwohl, wo ich das jetzt hier so sehe, ein Energy Drink wäre jetzt echt nicht schlecht, ey. Muss ich später noch einen ins Eisfach legen. Weil ich weiß nicht, das brauche ich auch so verdammt heiß. Boah, das ist eine Hitze, ne? Und vor allen Dingen, es lässt ja auch nicht nach, ne? Nicht, dass es sich irgendwann mal verändern könnte oder so, oder dass es mal ab und zu kühler wird. Wir haben jetzt zwar hier einen leichten Ansturm von Gewitter, aber... Naja, ihr wisst ja, nach Gewittern oder wenn es gewittert, wird es dann immer ein bisschen dämpfig. Und ob das so der Sinn und Zweck der Sache ist, weiß ich auch nicht. Also, einen großen Vorteil gibt es da nicht. Jetzt gucken wir mal. Ach ja, wir brauchen ja die Hand vom Doc noch. Ja, auf jeden Fall voll scheiße, wenn es so warm ist. Ach, da vorne kann man wieder Notizen mitnehmen. Ich mag die Wärme sowieso nicht. Also mir ist das Wetter wo ein bisschen mehr... wo kühler ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir deutlich lieber. Also natürlich jetzt nicht Winter oder so, aber ich meine jetzt mal so wenn es im Frühling oder Herbst, wo es noch so gediegene Temperaturen hat, das finde ich eigentlich schön und das ist so für mich eigentlich das optimale Wetter. Klar, jeder empfindet das natürlich anders und sagt deiner, hey Inferno, du hast den Arsch offen halt, wie kann man das nur machen? Weil es gibt nichts Geileres wie Sommer. Klar, für euch, ja, richtig. Aber ich persönlich mag es einfach eher, wenn es ein bisschen kühler ist. Was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ich ein sehr heller Hauttyp bin. Und das heißt, sobald Sonne auf mich trifft, ja, es ist wie beim Vampir, dann fange ich sofort an, rot zu werden. Und ich werde dann nicht braun danach, sondern ich werde wieder weiß. Und ja, das ist ein seltsames Phänomen. Auch ein bisschen lustig manchmal. So, aber jetzt. Doch die Tür aufgehen, oder? Ich kann mich gerade nicht bewegen. Ah, okay. So, dann kann er jetzt hier durchgehen. Oh. Sehr hübsch, muss ich sagen. Jawohl. Wieder Schotti, da sind wir ja sehr gut weggekommen. Meine Axt, die nehme ich mit. Ohne meine Axt gehe ich nicht weg.
Oh nein, was habt ihr euch so gedacht, die hässlichen Monster? Hallo. Wenn ihr das gerade gehört habt, das war übrigens ein Donner. Ja, es ist hier schön am Gewitter und danach wird es schön dämpfig, was ich sehr geil finde und ich könnte jetzt schon wieder kotzen. So, beidhändiger Hammer, nee, die sind scheiße, die haben ja letztes Mal schon festgestellt, die haben nichts drauf. Jetzt gehen wir mal hier durch. Oh, cool. Hallo? Hi. Alter, ich bin's, der Albert. Ey, du Ficker. Mein Gott. Ey, der wollte den Albert hauen, ey. Arschloch. Stirb. Dann haben wir dem auch Genüge getan. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir hier zu entdecken? Finde eben Markins Apartment. War das nicht gerade eigentlich unser Kumpel? Ich hasse diesen Colonel. Ja, dieser scheiß Oberst, echt wahr, ich hasse den. Das ist so ein Penner, ne? Und ich würde ihm am liebsten jetzt schon das Gesicht runterreißen. Moment. Ach, war das wirklich unser guter Kumpel? Oh, nee. Oh, Alter. Oh Mann, die haben unseren guten Kumpel platt gemacht, ey, durch ihren Scheißwahnsinn. Ey, jetzt bin ich aber richtig sauer hier. So, jetzt geht's aber ab. Jetzt gibt's auf den Sack, Leute, aber sowas von. So, wer ist der Erste? Wer kriegt zuerst auf den Sack von mir? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Hä? Du oder was? Nein! Oh, Spitzhacke.
Nee, wir bleiben bei der Feuerwerks, Leute. Nee, aber ohne Scheiß, das macht mich jetzt gerade echt ein bisschen aggro, ne? Haben sie unseren guten Kumpel hier jetzt platt gemacht? Wahnsinn. Oder er hat sich selber platt gemacht. Naja. Lebe das Spiel, sage ich nur. Ja, so hätten das die Entwickler bestimmt gewollt. Okay. Aber wie es hier weitergeht, ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge ein. Wenn es wieder heißt Let's Play After Fallen Sanity, bis dahin bleibt sauber und haut Ryan!